Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Good morning. Ich bin der Achim, diesmal aus Miami. Und das ist der Geek Talk Daily für den 30. Dezember. Und damit ist es der letzte Geek Talk Daily in diesem Jahr. Aber keine Angst, ab Montag in 2017 macht der Jan für euch weiter. Heute aber noch vier Themen meinerseits. Einmal die N26-Bank mit gravierenden Sicherheitslücken. Dann plant Amazon fliegende Warenhäuser. Super Mario Run steht kurz vorm Start auf Android und Hear und Mobileye kündigen eine Partnerschaft an. Fangen wir an bei N26. Die haben ja Sicherheitslücken. Das haben die Kollegen auf dem 33C3 bekannt gegeben. Und dann hat es erstmal ein paar Wellen geschlagen. Und ja, jetzt werden die wohl behoben, wurden ein bisschen abgetan. Witzigerweise, oder eben nicht witzigerweise, suchen die jetzt auf einmal parallel einen neuen CTO, also einen neuen Chief Technology Officer. Ja, ein Schelm, wer da jetzt irgendwie Schlimmes bei denkt. Gerade kommen die Sicherheitslücken und dann auf einmal suchen die hier einen neuen Haupttechniker. Naja, aber ein guter Beleg wieder dafür, dass einige interessante Sachen auf dem Hacker-Kongress 33C3 passieren. Da hatten wir diese Woche auch schon mal drauf hingewiesen. Die haben ja auch diverses live gestreamt und ja, das mit N26 ist jetzt nochmal ein richtiger Kracher gewesen, den die da rausgehauen haben. Ja, ich selber habe da auch ein Konto, auch nicht mein Hauptkonto, aber ja, wie ich es gesehen habe auf Twitter, werden sich jetzt einige überlegen, ob die da überhaupt aktiv sind oder ihr Geld hinschieben. Kommen wir zu Amazon. Amazon, die haben ja schon angefangen mit Drohnen auszuliefern und die haben es in einen Schritt weiter getrieben. Die planen jetzt fliegende Warenhäuser. Das sind ja riesige Luftschiffe, um es mal so zu sagen, die 14 Kilometer über der Erde schweben sollen und von dort aus sollen die Drohnen gestartet werden, um die Sachen auszuliefern. Klingt wie Zukunftsfantasie, aber wie so oft, es wird halt irgendwie ja erstmal patentiert. Und dann schaut man mal, was daraus wird. Es muss ja nicht genau das daraus werden. Aber ja, mit den Drohnen haben wir auch alle gelacht und jetzt haben sie einmal was ausgeliefert. So schaut dann nämlich die Welt aus. Also, Amazon ist da eh nicht zu unterschätzen, denke ich. Super Mario Run. Ja, nachdem jetzt die ganzen iOS-Spieler voll dabei sind oder eben nicht, ein bisschen enttäuscht teilweise ja auch, weil das Spiel eben doch nicht das bringt, was man sich dann erhofft hat, von der ja, Zwangs-Internet-Verbindung mal abgesehen. Und mehr oder weniger muss man es ja kaufen. Also hier die paar Level da spielen bringt auch nicht viel. Naja, jedenfalls müssen sich jetzt nicht nur die iOS-Nutzer darüber ärgern oder auch freuen. Ich will es jetzt nicht so negativ halten. Sondern auch die Android-Nutzer, die können nämlich jetzt im Google Play Store eine Vorregistrierung machen und sich in die Liste eintragen lassen, damit die halt sofort Bescheid wissen, wenn das Spiel in Reichweite ist. Warum jetzt eine Vorregistrierung überhaupt Sinn macht, weil ich meine, wenn das Spiel da ist, dann erfährt man es eh überall. Naja, muss jeder selber wissen. Aber für die Androiden auf jeden Fall eine gute Nachricht. Super Mario Run ist kurz vorm Start. Dann noch zum letzten Thema und das ist Hear und Mobileye. Hear, der Kartendienst. Da hatten wir die Tage auch schon mal drüber gesprochen, wo sich jetzt die Chinesen auch beteiligen wollen, der aus Nokia Microsoft ausgegliedert worden ist. Die machen jetzt eine Partnerschaft mit Mobileye und Mobileye, die sind für Fahrassistenzsysteme bekannt, also wenn sie bekannt sind. Ich hatte die noch nicht auf dem Schirm. Ja, und die tun sich jetzt zusammen und wollen damit hier die Kartenstellung für automatisiertes Fahren voranbringen. Auf jeden Fall ein interessantes Thema und ich bin überrascht, jetzt auch schon zweimal hier diese Woche in den Geek Talk Daily Themen gehabt. Dass da wirklich was passiert, obwohl ich die eigentlich sogar schon abgeschrieben hatte. Von daher halten wir mal auf die auch nochmal ein genaueres Auge in der Zukunft. Ja, und das war es eigentlich für mich jetzt auch schon für die heutige Folge. Ein bisschen verspätet ist die Podcatcher reingerutscht, aber ich hoffe, ihr habt sie alle noch am heutigen Morgen gehabt. Startet gut in den Tag damit und ich wünsche euch erneut nochmal einen guten Rutsch. Bleibt uns treu. Hört Montag wieder rein, wenn der Jan 2017 mit dem ersten Geek Talk Daily startet. Und ansonsten gebt uns Feedback, hinterlasst uns Kommentare. Ich hatte ja gestern schon gesagt, gerade bei iTunes würden wir uns sehr darüber freuen, wenn wir da ein bisschen ja, Feedback, Bewertungen, aber am liebsten natürlich Kommentare kommen, die inhaltlich uns auch vermitteln, wie ihr das Format findet, was ihr vielleicht anders haben wollt. Ja, das zum Jahresende dann mal. Also,
Ciao, ciao. Macht was aus euren Tag und wir hören uns. Bis dann. Hört mehr Geek Talk.